Moin, was das größte Problem für Seelenpartner ist, beziehungsweise die größte Herausforderung, das verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Und wenn du mich kennst, weißt du, habe ich eine Lösung parat. Es gibt nämlich etwas ganz, ganz Neues, was entstanden ist, was es vorher noch nie so gab. Und ich bin mega stolz drauf und ganz aufgeregt, dir das jetzt gleich verraten zu dürfen. Ja, wollen wir uns das anschauen? Dann würde ich sagen, lass uns starten. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele, Soul Channel der neuen Zeit. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, du hast deinen Seelenpartner getroffen, ihr seid wahrscheinlich mitten in eurem Seelenpartner-Dualseelenprozess und es ist einfach alles anders, als du es dir vorgestellt hast. Natürlich hat er dich wahrscheinlich überrascht, dass der Seelenpartner in dein Leben kommt. Meistens werden wir eiskalt überrascht, es hat Bäm gemacht, so tief haben wir noch nie gefühlt und auf einmal wissen wir gar nicht mehr, was los ist. Wir wissen nur, wir wollen mit dem zusammen sein. Dieses tiefe Gefühl, dieses überwältigende Gefühl, das haben wir so noch nie erlebt. Und wir fragen uns natürlich, kann das sein? Kann es uns passieren? Dürfen wir so lieben? Ist das die wahre Liebe? Und viele, viele Fragen tauchen auf und meistens stehen wir ganz alleine da. Du kennst das wahrscheinlich. Du bist überwältigt und du weißt gar nicht, wo du damit hin sollst, mit dieser Überwältigung. Du wendest dich an deine Freundin und sagst, hey, weißt du, was mir passiert ist? Ich glaube, ich habe den Mann meines Lebens getroffen, ich habe meinen Traummann gefunden, ich habe meinen Seelenpartner gefunden, aber dann ist es irgendwie gar nicht so wie auf Wolke 7, was du dir vorgestellt hast. Vielleicht auch gar nicht, dass er so der Prinz ist, der dich rettet, sondern dann fängt der Seelenpartner-Dualseelenprozess an und es wird echt hart, es wird echt schwierig und überhaupt nicht so, wie du das vorgestellt hast. Deiner Freundin hast du nun schon so viel erzählt, sie hat sich am Anfang auch gefreut für dich, hey, cool, und dann wird es so kompliziert, was sagt deine Freundin, die kann mittlerweile auch überhaupt nichts mehr sagen, weil wenn sie selbst den Seelenpartner nicht getroffen hat, ihren Seelen, weiß sie gar nicht, was da los ist und sie möchte natürlich nicht, dass du traurig bist und wird dir wahrscheinlich sagen, nein, du hast was Besseres verdient, lass den blöden Idioten da, den wollen wir mal zum Mond schießen oder wie auch immer, jedenfalls will sie dir natürlich helfen, ist natürlich hilflos, was sie machen soll und du bist noch mehr verzweifelt, weil du doch ganz, ganz tief in dir weißt, das ist er. Es ist genau richtig und den willst du haben und niemand anderen. Aber du weißt natürlich auch nicht mehr, was du machen sollst und Selbstzweifel kommen auch bei dir auf. Und du denkst, habe ich mir das vielleicht alles eingebildet, wäre ich jetzt irgendwie verrückt. Oder auch die Selbstwertmangelgefühle sozusagen, die wir mit uns rumschleppen. Da ist ja so viel, was da passiert. Und vor allen Dingen, das mit diesem Seelenpartner ist so anders als das, was uns vorgelebt wurde mit den Beziehungsmodellen. Oder auch, wie wir uns vielleicht vorgestellt haben, wie es funktioniert. Es ist der Weg zu dir und der kann manchmal steinig sein, weil wir so uns selbst noch nie gesehen haben, weil wir uns meistens selbst noch nie gefunden haben, weil wir selbst meistens eine Rolle gespielt haben im Außen, um geliebt zu werden. Aber jetzt geht es ja darum, dass wir geliebt werden, weil wir sind, wie wir sind. Und das ist so eine besondere Liebe und das ist manchmal gar nicht so einfach, das auszuhalten oder auch zulassen zu können. Darum gibt es ja auch diesen Seelenpartner-Dualseelen-Prozess, um dich eben darauf vorzubereiten. Wie gesagt, es ist so schwer für andere, das nachzuvollziehen, was du letztendlich da durchlebst, wie du dich fühlst und was du da durchmachst, wer das noch nicht gemacht hat. Und dann ist er vielleicht noch verheiratet, na Halleluja, mit wem sollst du denn dann darüber sprechen, weil das ist immer noch ein Tabuthema der Gesellschaft, egal ob verheiratet oder vergeben, also wenn er verheiratet ist, noch schlimmer, Familie noch viel schlimmer. Dabei geht es bei Seelenpartnern nicht darum, irgendwelche Ehen zu zerstören oder Familien auseinanderzureißen, sondern es geht darum, zusammenzuführen, was zusammengehört. Und da ist ja bei beiden eben auch diese tiefe Sehnsucht da, die ja auf Seelenebene ist. Ihr seid ja schon auf diese Welt gekommen, um letztendlich zusammengeführt zu werden. Und meistens ist, wie gesagt, der Zeitpunkt nicht unbedingt der idealste, weil eben jeder sich schon sein Nest gebaut hat. Und da einfach so rauszugehen, wir haben Angst vor Veränderung, wir Menschen, das fällt uns schwer. Wir haben unsere eigene Geschichte, unseren eigenen Rucksack, den wir mit uns rumschleppen, wo wir noch nicht so viel dran gearbeitet haben durch den Seelenpartner-Dualseelen-Prozess, überhaupt durch den Seelenpartner fangen wir an, da eben auch mal aufzuräumen. Das ist ja eine herrliche Motivation. Aber jedenfalls ist es nicht einfach. Und viele trauen sich dann gar nicht darüber zu sprechen und sind dann alleine mit ihrem Schmerz, mit ihrer Verzweiflung und eben auch noch mit diesen Selbstvorwürfen auch, weil wer will denn einen verheirateten Mann haben? Wollte ich einen verheirateten Mann haben? Nein, null. Wer will das schon? Und das darf man nicht unterschätzen, was da letztendlich mit einem passiert. Man geht da teilweise echt durch die Hölle und man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll.
Und man hat niemanden, der einen supportet oder der einen in den Arm nimmt und gut zuredet oder der einen versteht. Und das ist das Problem. Das ist mit das größte Problem von Seelenpartnern, dass sie nicht verstanden werden. Von der Gesellschaft oder eben von anderen, die es eben noch nicht erlebt haben. Dieses starke Gefühl, was da einfach ist. Und natürlich sind auch Ängste da. Ist ja ganz klar, wenn der verheiratet ist und wenn der vielleicht noch Familie hat. Was passiert denn dann überhaupt, wenn wir zusammenkommen? Wie reagieren denn dann auch wieder die anderen da drauf? Und vor allen Dingen auch das alles zu verstehen. Ich meine, was passiert denn da alles? Das hat ja, wie gesagt, mit dem Beziehungsmodell, mit dem wir groß geworden sind, ja nichts zu tun. Es ist alles anders. Es ist alles auf den Kopf gestellt. Und da manchmal zu verstehen oder auch neue Gedanken sich zu erschaffen, überhaupt eine neue Sichtweise auf die Dinge zu bekommen, ist nicht so einfach. Mal Hand aufs Herz. Das ist doch gemein, oder? Wollen wir das ändern? Und jetzt kommt's. Metatron. Da fragst du dich, wer ist Metatron? Metatron ist der mächtigste Erzengel der neuen Zeit. Also dieser Kerl, Metatron, mein Meister, by the way, hat etwas ganz Neues erschaffen für uns Seelenpartner, nämlich das Seelenpartner-Universum. Wow! Jetzt wirst du denken, wow, was ist das? Seelenpartner-Universum? Ja, das ist nämlich ein Raum, ein geschützter Raum für uns Seelenpartner, dass wir uns endlich austauschen können, dass wir zusammenkommen können, dass wir gemeinsam lernen können, dass wir gemeinsam verstehen können, dass wir uns gemeinsam bereichern können und vor allen Dingen, dass wir in unserer Seelenenergie sein können, dass wir miteinander sein können, dass wir unsere Herzen öffnen können, um einfach uns zu vereinen und auszutauschen. Denn es passiert ja nicht nur das, dass wir da diesem besonderen Menschen begegnet sind, dieser besonderen Seele, für die wir letztendlich bestimmt sind, mit der wir etwas ganz, ganz Wundervolles leben sollen, nämlich eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft, die auch letztendlich ja immer mehr der Weg zu dir ist, wo du unheimlich viel lernen kannst, wo es um Selbstliebe geht, um Achtung, um Wertschätzung, nicht mehr um dieses Zerren und Ziehen der andere, wo es mich glücklich machen, sondern wo es wirklich um Freiheit geht, in Freiheit leben. Diese besondere Liebe, die sollen wir jetzt leben, diese wahrhaftige Liebe, die so tief ist, so tief, wie wir noch nie geliebt haben. Und das Interessante ist, dass wir Menschen teilweise zu sehr darauf konzentriert sind, wie kommen wir denn jetzt zusammen, anstatt das Ganze zu sehen, das Große, die Aufgabe, die Seelenpartner hier auf dieser Welt haben. Es ist ja nicht umsonst oder einfach so, gerade jetzt zu dieser Zeit, wo wir in der neuen Zeit sind, in die fünfte Dimension sozusagen starten, hatte ich ja neulich schon ein Video drüber gemacht, wo es um neue Dinge ging, um neues Verständnis, um neues Fühlen und die Energie spüren. Es geht ja um so viel Neues, um Wertschätzung, um Achtsamkeit, um wie gesagt, der Weg zu dir selbst, um aus dir herauszuleben. Und Seelenpartner, das sind die Pioniere der Liebe, der neuen Zeit, der wahrhaftigen Liebe. Das heißt, es geht um viel mehr als nur um Zusammenkommen. Es geht um das große Ganze. Es geht nämlich darum, wirklich diese ganz besondere Liebe immer mehr zu verstehen, um sie auch leben zu können. Das heißt, um eben auch Vorbilder für andere zu sein, auch anderen zu lehren, wie das geht, damit auch die das leben können. Und das ist das Spannende. Und dafür haben Easy und ich jetzt den Seelenpartner Inner Circle of Soul Love kreiert. Ist das nicht cool? Da werden wir uns nämlich einmal im Monat in einer kleinen Gruppe, in einem geschützten Raum, nämlich im Seelenpartner-Universum sozusagen, verabreden über Zoom und uns dort austauschen. Ich werde euch mit eurer Seele verbinden, so dass wir ganz in dieser Soul Love sind, in dieser Bubble, in dieser wunderschönen Energie, wo wir so ein Mitgefühl miteinander haben, wo wir so ein Verständnis haben, weil da sind nur Seelenpartnerinnen drin. Das heißt, wir wissen genau, was es heißt, in welchem Chaos man sich befindet, die Hochs und Tiefs, wir kennen sie alle. Und ich freue mich ganz, ganz doll mit Easy zusammen, diesen Circle zu leiten, damit du für dich ein richtig gutes Gefühl bekommst, damit du auch mehr verstehen kannst, was da passiert. Und wir wollen euch auf alle Fälle feiern. Wir wollen uns alle feiern. Auch dich für deinen Mut, dass du dich für deinen Seelenpartner entschieden hast, dass du diesen Weg gehst. Auch dafür für deine Kraft und für deine Stärke und dass du dich eben auch traust. Nicht
dich klein zu machen, zu sagen, das darfst du nicht oder dies oder das Tabus der Gesellschaft haben, da nichts zu suchen. Da sind wir unter uns und da wollen wir uns feiern und da wollen wir richtig schön in unsere Seelenenergie gehen, sozusagen in unserer Soul Love, um wirklich daraus heraus zu agieren. Und du wirst gestärkt aus dieser Session herausgehen und du wirst ganz neue Sichtweise und Betrachtungsweise haben, was deinen Prozess angeht, was bei dir gerade los ist. Da holen wir dich ab, was dein Thema gerade ist. Wir werden dich beraten. Wir werden eben, wie gesagt, auch mal hinter die Kulissen gucken. Es ist aber bitte nicht zu verwechseln. Es ist kein Seelenpartner-Channeling. Also da, wo ich dir jetzt deinen Seelenpartner channel oder checke, ob das dein Seelenpartner ist, das kannst du natürlich jederzeit extra buchen. Hier geht es wirklich darum, um das gesamte große, dieses Verständnis zu haben, aber auch eben bei dir direkt zu gucken, was ist da los mit deiner Frage, weil du wirst merken, und das ist das Spannende, es wird so viele Parallelen geben, weil es, wo du denkst, wow, das ist ja auch das Tolle, nicht mehr zu glauben, dass du alleine bist, sondern zu wissen, da gibt es noch andere, denen geht es genauso. Und du weißt, was das bedeutet, wenn du allein schon bei egal bei welchem Problem oder Herausforderung weißt, ich bin nicht alleine. Das gibt einem schon so ein gutes Gefühl. Dieses Gefühl wollen wir natürlich stärken, das wollen wir kräftigen. Und wie gesagt, du wirst gestärkt und ja, mit einem richtig guten Gefühl aus dieser Session gehen. Wir werden dich da stärken, unterstützen und aufklären, was da alles so los ist. Das ist also mega, mega spannend. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann bewirb dich jetzt. Ich werde den Link unten in die Beschreibung schreiben. Wie gesagt, wir starten ganz, ganz neu und ich bin schon mega aufgeregt. Ich weiß, es wird wunder, wunder, wunderschön. Es wird magisch werden und wir werden in unserer wundervollen Seelenenergie baden. Es wird einfach so cool. Ich freue mich mega drauf. Vielleicht treffen wir uns gemeinsam im Seelenpartner-Universum. Jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Love and smile, so oft du nur kannst. Dein Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.